Am 5. Mai wurde bundesweit der Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit abgehalten. Unter dem Motto Sicher, mobil, leben, Radfahrende im Blick wurden in ganz Deutschland Verkehrskontrollen durchgeführt, so auch in Reutlingen. In der Achelmstadt wurde im Rahmen des Aktionstages jedoch nicht nur kontrolliert, sondern auch ein besonderer Bus vorgestellt. In ganz Deutschland steigt die Anzahl von Verkehrsunfällen, an denen Radfahrer beteiligt sind. Um darauf aufmerksam zu machen und um dem Trend entgegenzuwirken, wurde der bundesweite Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit am gestrigen Mittwoch unter dem Motto Sicher, mobil, leben, Radfahrende im Blick abgehalten. Auch in Reutlingen waren knapp 150 Polizeibeamte im Einsatz. Also wir haben heute Fahrradstreife gemacht, schon über mehrere Stunden, haben eben entsprechende Stellen, die bekannt sind, die Gefahr für die Fahrradfahrer sind, haben wir uns speziell ausgesucht, haben teilweise dort Standkontrolle gemacht. Berichtet Polizeihauptkommissar Thomas Steigenberger vom Polizeipräsidium Reutlingen. Und die Verkehrskontrollen sind auch notwendig, denn auch im Einsatzgebiet des Reutlinger Polizeipräsidiums nehmen die Fahrradunfälle stetig zu. Wir hatten im Jahr 2020 1.320 Unfälle unter Beteiligung von Radfahrern. Im Jahr davor, 2019, waren es 1.209. Wir müssen natürlich versuchen, diesen Trend umzukehren mit den ansteigenden Verkehrsunfallzahlen der Radfahrer. Das können wir als Polizei gar nicht alleine schaffen. Dafür brauchen wir starke Partner. Und einer dieser Partner ist die Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft, die nun einen Linienbus kostenfrei zur Verfügung gestellt hat, um Warnhinweise direkt zu den Verkehrsteilnehmern zu bringen. Das ist ganz klar ein Medium, das sinnvoll ist, weil einfach der Bus viel unterwegs ist. Viele Leute den sehen, entweder selber nutzen oder auch im Auto mal dahinter stehen an der Ampel. Von dem her ist das mit Sicherheit eine gute Werbefläche. Dementsprechend kann sich der erste Hauptkommissar Hendrik Kaiser gut vorstellen, dass künftig noch mehr Busse mit Warnhinweisen durch die Achelmstadt fahren. Aber wo genau ist es für die Zweiradfahrer denn eigentlich besonders gefährlich? Stelle wie eine große Ampelanlage, wo der Radweg parallel läuft, wo dann auch die Autofahrer abbiegen können und dann gar nicht bemerken, dass von hinten ein Fahrradfahrer geradeaus fahren will. Und eine Gefahrenstelle ist dann auch immer ein Radweg, wenn der in die falsche Richtung benutzt wird, weil der Autofahrer ja gar nicht damit rechnet. Polizeihauptkommissar Hendrik Kaiser betonte abschließend: Wichtig ist im Straßenverkehr, dass man wirklich gegenseitige Rücksichtnahme walten lässt. Das trifft den Radfahrer genauso wie den Autofahrer. Wenn jeder auf den anderen mit aufpasst, denke ich, haben wir sehr, sehr viel gewonnen. Das Fazit vom Reutlinger Polizeipräsidium zu den durchgeführten Verkehrskontrollen lautet übrigens: Von 917 kontrollierten Radfahrern mussten 347, also mehr als ein Drittel, verwarnt oder sogar belangt werden, weil sie rote Ampeln missachtet hatten, mit Kopfhörern oder dem Handy in der Hand auf dem Rad unterwegs waren, gekennzeichnete Radwege ignoriert hatten oder das Zweirad technische Mängel aufwies. Von den 145 kontrollierten Kraftfahrzeugfahrern wurden 44 beanstandet, weil sie auf Radverkehrsflächen gehalten hatten oder gar parkten, auf Fahrradstraßen unterwegs waren oder den beim Überholen erforderlichen Seitenabstand nicht einhielten.